Ich habe mich hier beworben und dann gleich einen Anruf bekommen zu einem ersten Vorstellungsgespräch, das via Videokonferenz abgehalten wurde. Das zweite Vorstellungsgespräch war dann im Haus vor Ort. Da konnte ich dann schon die Geschäftsführung und die Räumlichkeiten kennenlernen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich angeworben wurde. Ich habe damals in einer Commerzbank gearbeitet, habe eigentlich schon den Gedanken gehabt, dass ich gerne einen Job mit mehr Impact machen würde. Als ich von der ÖEB angeschrieben wurde, habe ich mir die Webseite angeschaut, vor allem die Projekte, die sie gemacht haben. Und da war ich total begeistert, habe mir gedacht, das ist wirklich was für mich. Aufs erste Gespräch vorbereitet habe ich mich schon, weil einfach, das kann ich auch gleich zugeben, der Name Kontrollbank mir davor nicht viel gesagt hat. Das heißt, ich habe mir natürlich die Website angeschaut, ich habe mir überlegt, was könnte das bedeuten für mich, für diese Stellenausschreibung, weil eben auch als Volkswirt, der sich im Finanzmarkt bewirbt, viele Begriffe neu waren. Und aber auch ein großes Verständnis dafür da war, dass einfach die ÖKB nicht, man jetzt nicht ÖKB-Experte ist beim ersten Gespräch. Ich finde, das Wichtigste ist, dass man sich selbst im Vorstellungsgespräch ist, weil es ist wirklich wichtig, dass man versteht, ob man zu den Werten des Unternehmens steht oder nicht. Auf jeden Fall Erfahrung zählt und dass man offen ist und neugierig und sich ja für andere Kulturen interessiert und auch kein Problem damit hat, im Alltag wirklich mit Menschen aus unterschiedlichsten Ländern und Kulturen zu tun zu haben. Am ersten Arbeitstag wurde ich sehr herzlich schon von der HR und von der ÖKB CSD begrüßt. Es gab dann ein Onboarding-Gespräch, in dem schon mal so die ersten Schritte erklärt wurden und der erste Zugang zum Unternehmen und zu meiner Position genau erklärt wurde. Meine ersten Arbeitstage waren, glaube ich, sehr gut unterstützt von meiner Abteilungsleitung, weil ich natürlich auch direkt von der Uni die Unterstützung gebraucht habe. Nicht nur von der Abteilungsleitung, sondern auch von den Kolleginnen und Kollegen natürlich. Das heißt, man hat natürlich zuerst einige interne Aufgaben zu tun, wie Compliance, gerade bei uns im Treasury natürlich sehr wichtig. Aber dann geht es einfach Schritt für Schritt weiter, dass man eben genau kennenlernt, was machen wir hier eigentlich. Wir suchen vor allem offene Leute, neugierige Leute, dynamische, die gerne mit Menschen arbeiten, die out of the box denken und auch lösungsorientiert sind und eben auch gerne reisen. Ich glaube, wenn man bei der ÖKB CSD arbeiten möchte, ist es einfach nur wichtig, dass man Interesse am österreichischen Kapitalmarkt hat und dass man eine gewisse Zahlenaffinität hat. Das ist doch sehr präsent, aber sonstige Aus- und Weiterbildungen kann man ja auch währenddessen hier machen.